Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Rising. Ja, so, wir sind wieder auf dem Weg in die Mine, um mehr Silber zu holen. Ja. Und der Blutmond kommt uns hier sehr gelegen. Oh no, das haben wir gleich alle aufmerksam gemacht. Oh, und unser Blut lässt nach, das ist jetzt ungünstig. Daneben. Shit. Mann, das ging jetzt aber richtig schnell, dass uns da das Blut ausgegangen ist. Das ist schlecht. 28er. Ist auch nichts Gutes dabei. Schön, dass sie sich da selbst gesprengt haben. Ja, yeah, genau mal. Gute Idee. Okay. 0,6 Liter. Highland Lotus Seed. Hey. Das ist mal cool. Ja. So. Ja, der 28er wird es wohl werden. Da haben wir nicht viel Auswahl. Warum verbrauchen wir so viel Blut auf einmal? Das ging richtig schnell. Braucht man während dem Blutmond jetzt mehr Blut oder wie? Steht es zumindest nicht da. Mann, 28 nur. Das ist ja richtig ätzend jetzt. Alle schwach. Boah, Klerik und Ritter. Boah, wo kommt der her? Wo kommt der her? Scheiße, Mann, wo kommt der her? Das gibt's ja wohl nicht, oder? Wahnsinn, wie die cheaten einfach manchmal. Da kommt einfach einer aus dem Nichts. Komm her, du Penner. Wo willst du hin? Feigling. Wo ist der hergekommen? Da, warum? Patrouilliert hier beinhart, oder? Und das will nicht allzu viel Silber jetzt brauchen, eigentlich. Wir werden es hier nicht zu lange aufhalten. Blutmond ausnutzen, aber nur nicht übertreiben. So wichtig ist das hier nicht. Nur für zukünftige Waffen vielleicht oder so. Die haben jetzt ein scheiß Schild die ganze Zeit, Mann. Aua. Ja.
Stahl. Nur den Rest von den Pennern hier erledigen. Daneben. Gold Jewelry, hey. Und jede Menge Silbererz. Ziemlich wenig Silber gibt's hier. Kann man jetzt mal nicht mehr Silberadern? Da ist noch was. Hochleveliger Warrior, aber brauchen wir auch nicht. Okay, dann werden wir sich wieder von hier verschüssen. Silber haben wir hier genügend, fast 5 volle Stacks. Und so viel Silber brauchen wir eh nicht, also sollte passen. What? What the fuck war das jetzt? Hey! Dann wird mal der halbe Part vorbei. Ja, das nächste Problem ist jetzt halt dann wieder die Forschung. Wir haben jetzt die Ressourcen. Aber wir haben die Baupläne nicht. Oh, und wir brauchen noch mehr imperialen Faden. Wir haben gar keinen dabei, scheinbar. Gar keinen? Hä? Ich dachte, wir hätten schon einen gehabt. Nein. Ach! Das ist so ätzend, wenn du im Inventar bist, dann darfst du beim Fischen, musst du dich wirklich aufs Fischen konzentrieren. Du darfst nichts anderes machen. Wenn du ins Inventar gehst, hast du verkackt. Ja. Toll, dass die jetzt alle wieder da sind. Hochland-Lotus nicht, das heißt, wir werden da einfach durchrushen. War eh unnötig. Wow, wo schießt denn der hin? Nein, nicht ins Feuer, du Vollidiot, Mann.
So. Die anderen sind ins Inventar gehen, schön aufs Fischen konzentrieren. Komm schon. Fishbone, na toll. Vielen Dank auch für nix. Wie soll man da hinkommen? Gar nicht. Toll. Da geht sich so aus. Ist nur die Frage, packen wir das? Nein. Oh Mann. Manche Dinge in dem Spiel haben sie so ätzend gemacht. Eigentlich ist nur die Forschung jetzt interessant, alles andere ist egal. Noch mehr Sun Increase. Noch mehr. Wow, fast doppelt so lang schon. Zumindest ein Drittel haben wir schon. So. Scheiße. Oh ja, jetzt müsste es herkommen. Oh no. Wow, jetzt muss ich es treffen. Baum ist weg. Ja. 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 Und go. What? Was haben wir denn weg? Oh, wir haben schon 4 imperiale Fäden. Oh. Haben wir zu viel. 12 Applications können wir aushalten und wir haben zu viel. Ha. 52 Applications können wir es aushalten. Erika. Oh, der hat gleich alle geholt. Ja, teilen sie sich gegenseitig, ganz toll. Decken sich. What the fuck war das? Ah, das will überall hängen. Ja.
frischer zu mir aus, jetzt da. Imperiale Faden, zweimal gleich, cool. Sechs Stück. Das genügt sogar, das genügt für die Handschuhe. Weil wir haben ja noch drei zu Hause. Das ist nicht viel. Wäre gut gewesen, noch wenn es Papier ist, aber mittlerweile. Oh, Eisen. Kupfer und Eisen. Scheiße. So blöden Hitboxen oft. Jetzt greifen sie ihre eigenen Pferde an. Was meint's? Wow. Ui, hast du den Kopf angehört? Wow, fetter Mag. Und es ist Nacht. Ja, da. Sein Kopf. Sein Jesus, na. You okay, bro? Achso, das war das Pferd. Imperialer Faden. Noch eine Truhe. Mit Kupfer. Toll. Ja, Stein braucht eh keiner. Junge, Junge, Junge. Ja. Okay. Ja. Offensive Taktik dürfte bei denen gut funktionieren. Gold Jewelry. Vier Stück schon, hey. Die Hälfte, fast die Hälfte, die man für den Goldbarren braucht. Und eine halbe Forschung. Alles klar. Jetzt ist es wirklich eine halbe Forschung. Das ist auch die Zeit. Oh, der Part ist auch zu Ende. Zumindest gleich. Ja, ein bisschen langsam abgehen. Zeit, den Rückzug anzutreten. Oh shit, noch mehr. Schließt euch bitte selber auf. Oh no. Oh no. Knapp. Always risky. Und hier in der Gegend befindet sich auch ein Boss. Und zwar sie hier. Oh, die wir für den imperialen Faden brauchen. Aber wie gesagt, der imperiale Faden bringt uns momentan nicht wirklich was, weil uns die Forschung fehlt einfach.
dass wir da gleich zu Hause sind. Fast. Das ist eine sehr gute Höhle. Vor allem, wenn man vielleicht hier in der Gegend sogar noch seine Burg stehen hat. Wäre hier ein idealer Platz für eine Burg. Aber Freunde, wie gesagt, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.